kurz, malt es noch schön. Ich möchte dich mal bitten, in den Lostopf zu greifen und unseren dritten Starter oder unsere dritte Starterin zu ziehen. Und das ist Maggie Leute! Mach bitte Lärm für Maggie Leute! Unsere dritte Starterin heute Abend. So, da kommt sie, Maggie Leute! Ja, hallo. Ich habe gehofft, dass ich nicht so früh dran bin, ne? Aber ist, wie es ist. Ich habe gar nichts zu meinem Text zu sagen, aber ich habe allgemein was zu sagen. Krass. Ja, es ist mein letzter U20-Slam. Das ist euch voll wurscht, mir ist das voll wichtig. Mein allererster Auftritt mit meiner Schule war hier. Das erste Mal, als ich beim Slam zugeschaut habe, war hier. Mein erster eigener Slam war hier. Das ist jetzt der letzte. Und also wenn man jetzt auf einmal so nicht mehr 17, sondern auf einmal 20 ist und Corona und keine Ahnung was, ändert sich voll viel. Aber eine Sache bleibt voll gleich. Männer sind meistens kacke. mein allererster Slam-Text, der war über einen Typen, der mein Herz gebrochen hat. Und mein heutiger Slam-Text ist nicht über denselben Typen, aber über dasselbe Thema. Der heißt Sebastian und ich hoffe, es fühlt sich jetzt keiner angesprochen. Und ja, viel Spaß dabei. Denn Sebastian, du bist so ein Mann, der schlecht mit Frauen kann, fährst mit dem Fahrrad in die Stadt, weil dir der Bus zu teuer ist. Und warum auch nicht? Nass regnen lassen ist ja sexy, Autos sind schlecht fürs Klima und in Salzburg, da kann man ja noch Rad fahren. Nur nicht zu mir nach Hause. Du nimmst den Zug, du kommst dann mit der Bahn eh viel zu selten mal an. Der letzte geht retour um 23 Uhr, das bin ich dir noch wert. Und übernachten musst du dann nicht mehr, wobei so ist das ja nicht. Du kommst ja gern, nur nicht so gern, wie ich dich halt mal gern hätte, nur nicht in meinem Bett. Nein, du bleibst nicht lang in Hallein. Ich könnte mir ja noch einbilden, dir liegt was an mir. Du lässt mich feiertags lieber allein. Wie war es eigentlich letztens mit deiner Ex, wegen der du mich nicht versetzt? Nein, da hast du schon im Vorhinein keine Zeit für Liebeleien. Und um ehrlich zu sein, juckt's mich nicht. Denn du bist so ein Typ. Der fährt mit dem Fahrrad in die Stadt, der gibt auch gern die Zügel ab, fährt ins Training und geht um 10 Uhr schlafen. Und trinken tut der nicht. Rauchen versuchst du mir sowieso schon auszureden. Ich soll mehr auf mich schauen. Und Wasser trinke ich dir zu wenig. Dabei bist du ganz sicherlich nicht meine Mama. Und deinen Worten nach auch nicht mein Freund. Und weil eine Frau ohne Ja so viel verpasst, heule ich dir nach. Meine Mutter kannst du zwar genauso wenig wie ich ausstehen, weil du es schaffst, genauso wenig wie du es schaffst, auf diesen Slam zu gehen, weil du dir die Welt gerne mal schön schwarz-weiß malen kannst. Du bist dann vor lauter Firlefanz voll besorgt um deine Zukunft. Mein Vater liegt im Krankenhaus, aber hey, tob dich aus. Ich bin verliebt in dich und dafür hasse ich dich. Hab mich verschaut in dich. Du absoluter Commitment-Fehlgriff. Nimm mir aus Frust im Suff einen anderen Typen mit nach Hause und anstatt, dass ich mal mit wem schlaf, wie jeder andere 20-Jährige, red ich brav die ganze Nacht über den Kummer, den ich mit dir hab. Und über deinen dummen Grinser, der dir viel zu sehr steht, dafür, dass du ihn kaum trägst. Und ich steigere mich rein in das vielleicht beinahe Zusammensein. Aber was bist du auch so dämlich und kaufst einer Frau Blumen, wenn du dich nicht in sie verliebst? Was schreibst du mir jeden Tag guten Morgen, wenn du doch sonst eh nichts preisgibst? Was küsst du mich so, wenn du mit mir eh keine Zukunft siehst? Was machst du mir Komplimente? Stellst mich deinen Freunden vor, wenn du doch eh keine Beziehung haben willst? Was fragst du nach meiner Stimmung, wenn das nur die Stimmung killt? Mann, entscheid dich doch, was du willst, ob du mich willst. Ich bin es leid, dass Steve und Roman immer fragen, wie es mit dir läuft. Die sind jetzt nicht nur von dir, sondern auch von mir enttäuscht, weil sie wissen, ich arbeite auf Herzschmerz hin. Wenn ich alleine bin und dann zu viel an dich denke, das ist uncool von dir und von mir und das steht mir nicht, dafür bin ich zu lange schon
jung gewesen, als dass ich mir das nochmal antue. Ich weiß auch nicht, was besser wäre. Abbrechen, ansprechen, mich bitte aussprechen, mir selber mit und wegen dir das Herz brechen für das Anschreien und das Gezeter. Hab ich zu viel Schiss und viel zu wenig Wut in meinem Bauch. Du hast außerdem freitags nie Zeit. Und das Publikum ist sowieso stets der bessere Zuhörer, der mir eine Schulter leiht und mich mal zum Reden bringt, wenn du mich wieder verlässt. Also schreibe ich einen Text über einen Typ, der mit dem Fahrrad fährt. In die Stadt. Der Frauen wie mir den Rücken kehrt und auf mich nie abfährt, mit dem die Kennenlernphase viel zu lange währt. Und über so einen Typen, der mir das Herz bricht, obwohl er es sowieso nie haben wollte. Dankeschön.